Oh ja. Ich kann sie hören. Oh, Scheiße. Ja, ich höre dich. Oh, warte, da war die Karte irgendwo, oder? Okay, wir müssen erst... Entschuldigung, mal kurz gucken. Sie müssen die Hydraulik und das Leitsystem bereit machen, damit wir andocken können. Das geht never ever gut aus. Oh nein. Oha. Flammenwerferöl? Strom wiederherstellen? Habe ich vielleicht schon irgendwo, ja. Das wird mich nicht sonderlich viel retten. Wo geht das Kabel hin? Och, da liege ich einfach eine Runde rum. Schicke Schuhe. Gott. Wir können rausklettern, oder? Diese Musik, einfach der Wahnsinn. Na schon, willst du wieder zurückkommen? Hm? Toll. Shoah, du schmeißt alles runter. Ein Riesenschwanz, ein Riesenshoah. Oh, das Ding piept so laut. Thank you.
Moment, welches Terminal? Da rechts unten. Scheiße. Wo ist der? Oh Mann. Oh Gott, bitte lass mich einfach in Ruhe. Und lass da Flammenwerferöl drin sein. Patronen. Oh Scheiße. Ich wende mich doch nicht mehr an irgendwas von Seeks, ey. Hinter der Tür ist ein Abgang. Das Personalbrückensystem wurde aufgrund der Stätigung entfernt. Bitte wenden Sie sich an einen Seeks-Ingenieur zur Unterstützung. Kann ich noch zu Ihnen kommen? Seien Sie vorsichtig, Ripley! Geschafft! Okay. Den Speicherpunkt übersehen. Scheiße, da hätten wir vorher speichern sollen. Weil ich zu übervorsichtig am Rumschleichen war, wahrscheinlich. Oh, Mann. Oh, Mann. Scheiße. Zwei am Stück, ey. Zwei am Stück. Mann, Mann, Mann.
Der Geräuschemacher hat mal gar nichts gebracht. Oh Gott. Komm schon, das müssen wir doch irgendwie schaffen. Versuchen wir es einfach mal mit der... ja, mit dem Sprengding. Scheiße, das hat mich gesehen, oder? Komm schon. Oh nein. Oh nein, was denn jetzt? Leute. Oh mein Gott. Oh nein. Scheiße, wurde uns ein Alien eingepflanzt? Ja, wir wissen es noch nicht so genau. Aber wir haben mega Pech. Wir haben mega Pech. Wir waren doch schon so gut wie draußen. Nicht schon wieder. Oh Mann, Flammenwerferöl wieder dabei. Scheiße, warum ist das nur geschehen? Oh nein. Wir haben doch jetzt bestimmt ein Alien im Arsch.
Scheiße. Oh nein, ey. Nein, Joa, runter jetzt. Oh Gott, ey. Wo muss ich denn hin, verdammt? Ne, das war's. Guck von da zu, Joa. Bitte nur noch die kleinen Viecher, bitte nur noch die kleinen. Gott. Um Gottes Willen, ey. Joa, Joa, mach was. Rette mich. Wow. Scheiße. War das? Joa, guck nicht so. Oh Mann. Eine Gitarre. Geh aus. Scheiße. Oh yeah. Oh Mann. Joa schläft im Sitzen. Ich will gar nicht wissen, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Besser auffüllen, als später, ne, das Problem zu haben. Wir hätten aber trotzdem ein bisschen mehr sparen sollen mit dem Scheißding. Ah, immer noch das Problem. Ach du Scheiße! Ich muss es hier einfach nur... Oh Mann. Wie? Und wohin? Kommen da noch mehr? Ich höre einen. Es hat ja gerade gespeichert, ich meine... Kommen wir denn da rüber?
Oh, Scheiße. Ich pack das nicht. Heißen diese Warnleuchten da unten gehen oder nicht gehen? Mega gemein. Wer baut denn eine U-Bahn in einer Dingsstation? Ach, das sind die Transitdinger. Scheiße. Darf ich hier rennen? Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, davon mal abgesehen, ich glaube, gleich kommt ein Alien und der Zug kommt und bam, wegfliegt das Ding. Wir sind fast da. Mann. Scheiße. Was mache ich jetzt? Hier rein oder da hoch? Da rein wäre richtig, aber er hat gerade gespeichert. Oh nein. Hallo? Ist das Ding denn? Scheiße. Warum klettert sie runter? Hä? Was war das denn bitte schön? Oh. Oh, wow. Nicht enttäuschen!
Scheiße. Also jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen hier. So, wohin muss ich denn? Da rechts ist ein Terminal. Ups. Alter. Ja, Shore, regeln. Hallo, du sollst... Nein, Shore, komm her. Sitzt auf meinen Schoß. Hopp. Ach, Kleine. Shore, leist mir Gesellschaft, weil ich so viel am Rumjammern bin. Nee, Shore, nicht runterrutschen. Hier, sind wir noch richtig? Auf die Süß. Arm auf den Kopf, auf den Arm legen. Bitte warten. Okay, speichern momentan nicht möglich. Ich weiß, wo wir sind. Ist schon total benommen, ey. Komm, diesmal aber kein Gesabber drauf auf den Helm. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oha. Arme Ripley. Mann, Mann, Mann. Die ist total im Eimer. Oh, scheiße. Wenn die Torin Sitz Gabs geben würde, würden wir richtig abgeflammt werden. Da ist, ich sehe einen Mond. Da hinten. Kacke. Oh, renn einfach. Wow. Oh, wir haben es gleich geschafft, oder? Na, 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 na. Na, 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 na. Da. Oh, scheiße. Und. Scheiße, wie wenig Leben wir noch haben, ey. Alter, was sie für ein Leben hat, ne, Shua? Das ist so süß, wie die da liegt. Oh nein, klettern. Möchtest du dich gerne hinlegen? Na komm. Ja, ne? Oh Gott. Sie läuft übrigens wirklich gerade so langsam und so torkelnd. Das bin ich, der hier irgendwie so macht. Oh nein. Toller Weg, ey. Oh Mann, ey, die leidet so. Ich leide so mit. Wow. Wohin muss ich jetzt?
Moment. Ah. Was ist denn hier eine Schlüsselkarte, bitteschön? Entriegeln, entriegeln! Können wir hier cheaten? Muss doch gehen. Ach komm, egal. Oh nein. Oh shit. Ihr habt auch den Alien gesehen. Oder die Aliens. Ich habe zwei gesehen, oder? Oh komm, gib Gas, gib alles. Ich kann mich hier nicht wehren. Komm. Joa, rette mich. Weg damit, zur Seite schieben, piepen und wieder zu. Wow, 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 wow. Was macht sie eigentlich jetzt? Bringt sie uns ab davon und katapultiert uns ins Weltall? Hä? Okay. Buggy! Sie denn da? Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Diese Drecksviecher können das Weltall einfach so fröhlich. Komm, los, drück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Oh, wir sind zurück auf der Torrens. Juhu. Bitte. Gelangen Sie zur Brücke. Hoffentlich kein Alien mehr. Ja, die Krankenstation ist leer. Oh, Scheiße. Was ist, wenn sie jetzt Verlaine da sitzen sieht mit so einem scheiß Facehugger auf der Fresse? Oh, nein. Hä? Verlaine? Oh, nein. Wow. Nein, 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 nein. Rechts.
Alter Falter. Was für ein Ende. Ich bin geflasht. Es war doch klar, dass das noch irgendwie passiert oder irgendwie sowas in der Art kommen würde. Ne? Und Shua liegt fröhlich auf meinem Schoß und guckt zu. Das war echt ein geiles Spiel. Von Anfang bis Ende wirklich alles, was ich als Alien-Fan gerne dabei gehabt habe. Die Facehugger, die Aliens, gut, man hätte sagen können, ja, die Alien-Königin hat noch gefehlt. Aber es lassen sich ja Dinge nachpatchen, wer weiß, vielleicht kommen da noch ein paar geile DLCs oder sowas. Naja, aber wir sind hier diesmal wirklich nicht am Ende angekommen, denn wir haben noch die Mission mit der Besatzung der... Fusel nicht so. Überall fliegen Haare von da rum. Also wir haben immer noch Besatzung ersetzbar zu spielen, ne? Und... Ja, krass, wenn ich so jetzt zurückdenke, was wir alles gemacht haben im Spiel. Wir haben die komplette Sevastopol erforscht. Naja, komplett. Es gab noch genug Räume, in die hätten wir wahrscheinlich noch so reingekonnt, wenn wir einfach durch die Gegend gelaufen wären und alles erkundet hätten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja. Jetzt können wir uns gerade mal wieder auf einen riesenlangen Abspann einstellen. Und es tut mir leid an die Entwickler und an die Beteiligten, dass ich die Namen hier nicht vorlese. Denn jeder, der gerne möchte, kann hier lesen. Ich kann nicht mehr lesen. Wie oft wir in diesem Spiel vor dem 79, wie oft wir vor dem Spiel vor dem Problem standen, dass wir irgendwas vorlesen wollten und die scheiß Computer standen so, dass man quasi entdeckt werden konnte und von hinten am besten, naja, am besten liest man in solchen Situationen doch selber, habt ihr ja gemerkt. Ja, boah, an dieser Stelle könnte ich jetzt auch nochmal ein paar Leuten danken. Also ich danke allen, die zugeschaut haben und vor allem, die geantwortet haben. Da sind schon ein paar Kommentare zusammengekommen von ein paar Leuten, die ich doch recht gerne, ja, wo ich mich darüber freue, dass ihr das guckt. Gehört das jetzt zum Lied? Nein, Moment. Sie hat gerade irgendwas gesagt. Na gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal. Ich lasse eben den Abspann durchlaufen und am Ende sage ich noch mal was. Bis gleich. Hier übrigens an die Leute, die wissen wollten, wer die Sprecher waren. Und ich glaube, das ist einfach das Aussehen von den Leuten. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Also Sigourney Weaver war sie selbst als Ellen Ripley. Hat sie ihre eigene Stimme gesprochen, ja? In der englischen Fassung. In der deutschen weiß ich es jetzt nicht so. Naja, da bin ich ja doch wieder. Ich habe mich nicht wirklich verabschiedet. Ich meine, scheint ein Lied zu sein. Und mit reingeworfenen Sätzen oder so. Boah, ich bin erledigt. Ich bin echt erledigt. Das Spiel ist so lang gewesen. Und ich habe da, naja. Dadurch, dass ich halt immer nur 20 Minuten Folgen gemacht habe, pro Tag rausgebracht. Ja, bin ich 2 Monate jetzt dran gewesen dafür, ne? Also das Spiel ist irgendwann im Oktober rausgekommen, 11. Und wir haben es, glaube ich, gerade irgendwie um den 11. Dezember rum, oder? Naja.
Aber wie süß Shoah hier liegt, ey. Ich kann jetzt aber auch nicht aufstehen und die Kamera nehmen und euch Shoah dann zeigen. So verkuschelte kleine Knubbelnase. Ja. Ich halte es euch nachher nochmal in die Kamera, denn ich muss ja danach eh aufstehen, die Kamera ausmachen und das Video beenden. Ne, Shoah. Oh, die schläft. Ich habe mit so einem Ende ungefähr gerechnet. Also ich habe mir schon gedacht, dass wir eins von den Aliens mit an die Torrents schleppen. Und als Verlaine nichts mehr gesagt hat, habe ich mir erst recht gedacht, dass hier irgendwas im Argen liegt. Naja. So ist das nun mal. Ja, der Abspann läuft immer noch. Ganz die Leute, bei denen sich, glaube ich, bedankt wird. Oder sind das irgendwie Leute, die produziert haben? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Da muss ich auch nochmal erzählen. Ich habe ganz am Anfang erstmal nur 50 Thumbnails gemacht, weil ich dachte, hö, so viele Folgen werden das ja bestimmt nicht werden. Naja, ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Ich musste nochmal Thumbnails nachmachen. Ne, Shoah? Denn die 50 haben nicht ausgereicht. Wir sind ja jetzt bei Folge, schieß mich tot, 60 oder mehr. Gott, bin ich unaufmerksam zu meinen eigenen Let's Plays. Tja. Krass, krass. Sega of America. Übrigens, Sega, sehr gut gemacht. Dafür, dass ihr die ganze Zeit so Kritiken bekommen hattet wie für Colonial Marines und es war doof und bla und passt nicht so und die Effekte sind nicht so toll, wie ihr es eigentlich angekündigt habt und allem drum und dran. Ihr habt euch an alles gehalten. Ihr habt echt den Charme von Alien in diesem Spiel hier reingebracht und das Ganze dann sogar noch mit Horror und Schockmomenten und so weiter vermischt. Puh. Aber wenn ich auch dran denke, wie sich das alles so entwickelt hat von Anfang bis Ende, klar erschreckt man sich, aber ist man wirklich mutiger geworden. Oder verrückter. Ne? 20th Century Fox. Ah, Leute. Ja, bald kommt Prometheus 2 und ich freue mich schon sehr darauf, den Film zu sehen. Gehört ja mit in die Alien-Saga rein. Oder ist die Prequel, Sequel? Ja, Vorgeschichte. Das, was vorher geschehen ist. Ja, hab vor kurzem auch erfahren, oder ja, dass es einen Bonusteil von Prometheus 1 gibt, also mit Zusatzszenen, wo der Konstrukteur am Ende noch ein bisschen mehr sagt, als nur David den Kopf abzureißen. Oder wie er dann halt die Dings verfolgt und dann auf der Station ist und sieht, was die Menschen geschaffen haben. Ich bin gespannt, wie auch das endet. Und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal Prometheus gibt als Spiel. Hoffentlich nicht. Also wenn, dann müssen die sich echt was Gutes einfallen lassen. Aber, mal gucken. Aber hier habe ich das jetzt so verstanden. Am Ende wurde Amanda doch von jemandem gefunden. Und wurde anscheinend 80 Jahre alt, bis sie... Soll ich spoilern? Ja, guckt die Filme einfach. Oder wenn ihr... Im Grunde hat sie eh schon fast jeder gesehen. Ne? Also wird sie ungefähr 80 oder 83 Jahre alt oder sowas und stirbt dann halt auf der Erde friedlich und hat ihre Mutter nie wieder gesehen. Und dann fängt Alien 2 an, wo Ellen Ripley auch aufgegabelt wird. Ich meine, das ist logisch, wenn man im All irgendwo durch die Gegend schwebt, wird man immer eingefangen. Also... Man kann quasi gar nicht an den Leuten, die da durch die Gegend fliegen, vorbeifliegen. Alles klein, ne? Naja, davon abgesehen, ja, fügt sich das nahtlos und perfekt in die Filmreihe ein. Noch die Special Thanks. Die anderen waren nicht special. Das hier ist besonders special. An Terry Rawlings und Dennis Love. Die sind so special, da musste ich sogar nochmal vorlesen. Und hier Ridley Scott, H.R. Giga, Gott habe ihn selig, Dan O'Bannon und Ronald Shusett. Die ersten beiden kenne ich. Die anderen beiden glaube ich nicht. Ja. Kommen wir jetzt am Ende an. Mal gucken, kommt noch ein Video? Irgendeine Filmsequenz? Ein Ladebildschirm.
Und da sind wir auch schon wieder im Ladebildschirm. Ja. Also im Start-Screen. Und Besatzung ersetzbar. Wird unser nächstes Ziel werden. Albtraum. Alter. Okay, bis dahin. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und fürs Durchhalten mit mir. Adios.